neuer Morgen. Der Leuchtturm wächst in die Höhe. Ich renne mal kurz ein bisschen weiter weg, um so ein bisschen zu schauen, wie viel wir schon geschafft haben. Das ist schon einiges, wie ich finde. Ein Traum in Sandstone and Cobble. Jetzt wird das noch so ein bisschen so weiter wachsen und dann kommt unsere tolle Leuchtanlage. Haben wir uns was ganz Schönes überlegt. Ich hoffe, das wird der Antikheit des Turms so ein bisschen gerecht. Das soll ja alles so ein bisschen mittelalterlich aussehen. Und ja, da schauen wir einfach mal, was uns jetzt erwartet. Rennen wir mal wieder hoch. Nein! Er bohrt mich wieder zu. Das heißt, ich werde jetzt hier in die andere Richtung mal sowas bauen. Und dann bauen wir hier alles zu. Ich glaube, die nächsten Fenster, die müssten, also die hier drunter, die gucken nach da und hinter mir hin. Das heißt, die nächsten müssten wieder, bevor der jetzt hier wieder höher baut, mache ich mal hier so zwei hoch, so zwei Bullaugen hin. Wie oft setze ich diesen Scheiß falsch, ey? Das regt mich schon wieder voll auf. Ja, er baut mich jetzt auch noch zu. So, alles klar. Hier kommt was hin, da kommt was hin. Da und da. Aber ich denke mal, das war es dann auch so weit von der Geschichte, dass die Fenster hoch wären. Ich denke, oh, ich habe keinen Sandstone mehr. Dann gehen wir mal eben was jetzt. So, da gehe ich mal wieder einkaufen. Was will er denn haben? Was soll ich denn mitbringen? Ja, müssen wir mal kurz gucken. Ja, hier kann man es vielleicht schon leicht erahnen. Wir reden hier schon von Ausleger und Balken. Ihr werdet es früh genug sehen. Oh, ich habe Balke geschrieben. Er hat jetzt nichts erwähnt, was ich mitbringen soll. Ich nehme jetzt einfach mal mein Zeug mit, pack davon aber mal so ein bisschen mehr ein. Und dann kann ich dem ja gegebenenfalls was abgeben. Also Kobbel habe ich ja noch reichlich. Fenster reichen auch aus. Ich nehme jetzt einfach nochmal einen Sandstone mit. Das brauche ich wahrscheinlich nicht. Was habe ich hier drin? Hier gibt es Gedöns. Ich packe mir noch ein paar Fackeln ein. Die brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Pilze haben wir hier. Ach, guck an, ein bisschen Werkzeug. Und die nehme ich mir mal. Nein, ich nehme mir nur die Hälfte mit. Weil, oh ja, das wird schön. Weil er vielleicht auch noch was nachher braucht und ich, bevor ich die alle aufbrauche, an diesen Auslegern, die wir schon erwähnt haben, lasse ich das lieber erstmal so. Rennen wir mal hoch. Das sieht ulkig aus mit dem Dreck hier am Rand. So. Ach, ich habe jetzt Sandstone hier drin. Das heißt, wir könnten theoretisch mal wieder hier so eine Rundung reinbringen. Damit das so ein bisschen schmaler aussieht. Damit das so langsam zusammenwächst zu einem großen Turm. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Ha, guck mal, er hat so hochgebaut. Ich wollte eigentlich nur Bullaugen haben, aber okay. Ausleger hier. Ich mach mal hier so Kennzeichnung für den, für ihn. Denk mal, das ist okay.
Das kann man gut sehen. Gut, er ist einverstanden. Ich baue jetzt hier noch die Sandstones hoch. Und dann kommt hier noch Glas hin. Oder auch nicht. Er ist schon wieder schneller. Wir haben ja sowieso an jeder Seite hier die Fenster jetzt gemacht. Dann machen wir jetzt hier nochmal kleinere. Werden das aber... Füll mal die Lücke, er hat keinen Sandstone mehr. Hahaha. Arm dran. Ich kann ja noch was geben, wenn er fragt. So, so. So. Sondern. Ich muss warten, bis er das hochbaut. Wow. Also jetzt hier oben wird es ein bisschen gefährlicher, ist klar. Bei einem Fall bin ich nur noch Knochen. Fleisch habe ich nicht. Aber ich glaube, in meinem Inventar habe ich noch... Nein, ich habe wieder alles aufgebraucht. Ich war wieder zu hungrig. So. Wir enden lang... Oh, wir müssten mal langsam wieder eine Zwischendecke einziehen. Ich werde mal hier vorne so etwas ansetzen, dass wir hier... da eine Zwischendecke haben. So. Kann man hier auch rausgucken. So. Und so. So, hier haben wir auch die Wolkendecke. Das passt. Da kommen die Ausleger dahin und dann die Schüsseln werden dann wieder unter die Wolken reichen, denn wir haben vor, so Leuchtkessel, Schüsseln, wie auch immer, an so Ausleger oben zu machen. Also wir bauen jetzt Holzbalken, die aus dem Holzturm rausragen in jede Windrichtung und daran hängen wir Schüsseln auf. Oder so, ja, Schüsseln, nennen wir es mal Schüsseln. Und darin legen wir ein bisschen Netherrack und entzünden die dann. Jetzt müssten wir nur mal gucken... Komme ich da überhaupt hin? Ne. Müssen wir nur mal gucken, wie ich hier wieder hochkomme. So nicht. So baue er mir ein... Na? So erbaue er mir eine Treppe. Er soll sie da hinsetzen. Da... Ah, hier ist eine Treppe. So und so. Ach, guck an, da hinten. Ein Lavasee. Sandstone kommt sofort. Ja, er will hier wieder seinen Regentanz machen, freut sich dann immer. Aber diesmal habe ich sie alle gegeben. Ohne dass er darin duschen konnte. So. Jetzt können wir hier hochklettern. Ich mache jetzt hier wieder alles dicht. So und so und so und so. Ja, das wird jetzt hier so hochgebaut. Da kommt auch noch eine Reihe. Da auch noch. Oh. Jetzt habe ich keinen Sandstone mehr, aber das ist eigentlich egal, denn wir sind jetzt eigentlich soweit fertig mit dem Sandstone. Das heißt, hier bauen wir jetzt die Balken raus. Das wird jetzt... Was ganz Tolles, ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Lasse ich aber noch halb bestehen. Wer weiß, was wir da oben noch machen müssen. Die kommen jetzt noch dahin. Also wir wollten hier so Doppel-T-Träger, also in Form eines T-Trägers. Da
wenn man mal hier sieht, da kommt was hin und da. Es wird schon wieder Nacht, wie ich sehe. Oh, hier war ich zu schnell. Es wird schon wieder Nacht und ich denke mal, wir legen uns jetzt schlafen und machen dann beim nächsten Mal wieder weiter. Wenn es darum geht, die Ausleger fertig zu basteln. Und ja, legen wir uns schlafen bis zum nächsten Tag. Vielleicht sollten wir uns die Betten auch einfach mal nach oben schaffen, aber hier ist es, glaube ich, noch zu dunkel. Obwohl, ich habe hier an keinem Morgen irgendein Vieh gesehen, das verbrannt ist. So scheint es doch hell genug zu sein. Naja, egal. Wozu hat man diese Strandhütte, wenn man sie nicht nutzen will? Das heißt, wir rennen jetzt hier schön hin, legen uns schlafen und bis dann.